Einen wunderschönen guten Tag, hallo, ich bin der Fuchsi, auch Franz Fuchs genannt, allerdings nicht der, der vorher im Vortrag von Steinhauser vorgekommen ist. Ich erzähle ein bisschen was über das Leistungsschutzrecht, aber ich wünsche mir, dass ihr dann auch ganz viel erzählt, weil ich habe Diskussion vorgesehen. Deswegen ist mein Vortrag auch ein bisschen kürzer und hoffentlich nicht zu verwirrend, wie er gerade in meinem Kopf ist. Aber wir stehen vor der Diskussion in Österreich. Ich werde die Situation hauptsächlich in Deutschland schildern. Namen sagen sehr viel aus. Leistungsschutzrecht klingt eigentlich ganz vernünftig. Deswegen habe ich es einfach umgetauft in ein Fail-Gesetz. Fail-Gesetz deswegen, weil das, was rausgekommen ist, für alle ein Versagen war, kann man mehr oder weniger sagen. Die Blogger von Netzpolitik.com haben das genannt, das peinlichste netzpolitische Unterfangen Deutschlands. Es geht auch seriöser, der Bundestagsrechtsausschuss meinte, der Gesetzesentwurf weist eine Reihe von juristischen, kaum auflösbaren Widersprüchen und Ungereimtheiten auf. Über was reden wir hier eigentlich? Es geht darum, dass die Zeitungsverleger gefordert haben, Google sollte doch bitte in Google News diese Schnipsel, die sie da verwenden für die automatische Generierung ihrer Nachrichtenseite, lizenzieren. Und dieses Lizenzierungsabkommen wurde 2009 in das Koalitionspapier von CDU und CSU und FDP reingeschrieben und dann 3 Jahre lang verhandelt. Rausgekommen ist eben dieser Mega-Fail, kann man sagen, weil die Zeitungsverleger auch nicht das gewonnen haben, was sie eigentlich wollten. Google hat nämlich seine Marktmacht genutzt und kurz vor Start des Leistungsschutzrechts ein Formular eingerichtet und gesagt, na liebe Zeitungsverleger, alle, die auf Google News noch erscheinen sollen, sollen sich doch bitte in dieses Formular eintragen und uns garantieren, dass ihr das kostenlos nutzen könnt. Und siehe da, selbst die stärksten Lobbyisten von Springer und Gundon Ja und Burda haben dem zugestimmt. Es gibt momentan nur eine einzige Zeitung, die sich nicht bei Google News listen lässt, das ist die Rheinzeitung. Eine regionale Zeitung, die ungefähr laut selbstveröffentlichten Statistiken deswegen 100 Zugriffe verloren hat. Wie die Zeit auch schreibt, aus der Lex Google, für die das eigentlich eingeführt wurde, ist eine Lex gar nichts geworden. Nachdem es eigentlich nur Verlierer gibt auf der Seite der Verleger, weil sie eigentlich nicht das bekommen haben, was sie eigentlich wollten, die Regierung, die auf ihre Lobbyisten hereingefallen ist, auf die Netzaktivisten, die das Gesetz nicht verhindern konnten und für die User, für die eigentlich gar nichts sich ändert, gibt es allerdings eine große Gruppe, die extremst verliert, und zwar das sind die kleinen innovativen Startups, die über keine juristischen Mittel verfügen, die sich es nicht leisten können, beispielsweise irgendwelche Lizenzzahlungen an die großen Medienkonzerne abzutreten und die sich auch nicht auf juristische Scharmützel einlassen können, aus Zeit, Geld und Ressourcengründen. Beispielsweise Röver.de, das ist ein Blog-Aggregator, der auch klassische Medien listet, hat zu Beginn des Leistungsschutzrechts plötzlich 650 Quellen rausgeworfen. Der Gründer von Lingui, das ist so ein Sprachvergleichsdienst, der auch Sprachschnipsel nützt, hat gesagt, wenn er das gewusst hätte mit dem Leistungsschutzrecht, hätte er sein Startup in den USA gegründet und nicht in Deutschland. Ich habe schon ein bisschen was erwähnt, warum es überhaupt zum Leistungsschutzrecht kam. Der klassische Webdeveloper oder die Webdeveloperin würde sagen, ja, wenn ich nicht bei Google News erscheinen will, dann mache ich doch eine Robots.txt und tschüss. Das geht ganz einfach. Google News bietet sogar einen eigenen Bot an, mit dem man nur den Google News Spider sperren kann. Allerdings wollten das dann die Zeitungsverleger und Verlegerinnen auch nicht, weil nämlich über Google News verdammt viel Traffic reinkommt. Und wenn man da nicht mehr gelistet ist, gehen die schönen Zugriffszahlen flöten und damit die Werbeeinnahmen nach unten. Was das Leistungsschutzrecht also bringen sollte, ist das wandelnde Geschäftsmodell der Konzerne mit einer zusätzlichen Einnahmequelle zu verfügen. Es sollte also eine Verwertungsgesellschaft gegründet werden, die solche Textschnipsel weiterlizenziert, damit Google und andere News-Aggregatoren das kaufen können.
Das Ganze wurde dann eben in Lobbyisten-Sprech verpackt, nennt sich Herstellung von Marktgerechtigkeit. Und der Bundesverband der deutschen Zeitungsverleger hat auch dann schöne Zahlen mit auf den Weg gegeben. Bitte, wir haben 3 Milliarden innerhalb der letzten 10 Jahre verloren, die sind alle ins Internet abgewandert. Aber nicht nur der Verband der deutschen Zeitungsverleger stößt in dieses Horn, auch der VEZ, der Verband der österreichischen Zeitungsverleger und Verlegerinnen, die nehmen Worte in den Mund wie Google macht Schmarotzertum, die widerrechtliche Verwendung von fremdem Eigentum hat nichts mit Innovationskraft zu tun, das ist schlicht und ergreifend Diebstahl. So die Zitate von ihrem Seminar, das sie im Mai dieses Jahres gehalten haben. Bei der Regierung stößt das durchaus auf offene Ohren. Die Justizministerin wird im gleichen Future-Artikel zitiert. Ja, es tut uns leid, diese Regierung hat das Leistungsschutzrecht nicht durchgebracht, aber es soll Teil des nächsten Regierungsprogramms werden. Und wenn man sich die Verstrickungen der heimischen Politik mit den Verleger und Verlegerinnen von Zeitungen anschaut, dann dürfte das sehr, sehr wahrscheinlich sein, dass das im Regierungsprogramm auftaucht. Und wenn wir im Web sind, dann dürfen natürlich auch Autovergleiche nicht fehlen. Hier geht es um ein Taxi. Mario Sixtus beispielsweise hat das so verglichen, das Leistungsschutzrecht, als würde ein Restaurant von den Taxiunternehmen Geld fordern, weil sie die Kunden zum Tisch hinbringen. Ich habe schon ein paar Mal das Wort der Verwertungsgesellschaft verwendet. Da steht fast als Synonym dafür die GEMA. Das ist auch der Grund darum, warum sehr viele deutsche User und Userinnen auf YouTube kaum Videos schauen können. Da kommt dann ein trauriges Smiley und sagt, GEMA hat leider nicht die notwendigen Rechte eingeräumt. Und Ähnliches sollte dann eben auch für Deutschland gestartet werden. Eine Verwertungsgesellschaft, die solche Texte weiterlizenziert, wo sich dann die Konzerne anmelden können und sagen, hey, wir hätten gerne ein paar Schnipsel, nicht den eigentlichen Inhalt. Es wäre also eine YouTubeisierung des Textes. Vielleicht dann auch wieder mit den nationalen Problemen und zum Schluss würde stehen, tut mir leid, dieser Text kann in deinem Land nicht angezeigt werden. Warum es vielleicht trotzdem durchgebracht wurde, das Gesetz, obwohl es so von vielen Seiten die Einwände gab und eben auch nichts Gescheites dabei rausgekommen ist. Erstens, es ging um das Prinzip. Die Bundesregierung hat das den Verlegern versprochen und hat es durchgezogen. Das Zweite ist, dass die Verlegerlobby selbst hier sehr stark davon profitiert hat. Nicht nur das Gesetz als solches, sondern es hat die ursprünglich sehr zerstrittenen Verlegerfirmen gemeinsam an einen Tisch gebracht, hat sie zusammengeschweißt und sie haben dadurch geschafft, eine Marktmacht aufzubauen, eine Lobbymacht und Begriffe umzudeuten. Sie haben sozusagen das Produkt der Printzeitung, das für viele Online-Portale der Urheber oder der Ursprung war, als wichtige Beitrag zur Medienvielfalt erkoren und alles sozusagen, was den Printzeitungen gut tut, alles, was den klassischen Medienhäusern gut tut, rettet die Meinungsfreiheit. Das ist, glaube ich, die einzige sinnvolle Folie, die ich habe. Wir haben heute, oder ich habe schon vorher gesagt, es gibt sehr viele schwammige Formulierungen. Das ist die klassische schwammige Formulierung, wie sie im Text drinnen steht. Das heißt, einzelne Wörter und kleinste Textausschnitte. Kein Mensch, nicht einmal die Juristen, wissen genau, was man sich darunter vorstellen kann. Und dieser Textausschnitt wurde auch erst in allerletzter Minute rein reklamiert in das Gesetz. Hatte den Grund, dass man nicht einen volljuristischen Bauchfleck landen wollte, weil es in Deutschland schon mehrere Gerichtsurteile, auch vom obersten Gerichtshof, dazu gibt, was man im Web zitieren darf und was nicht. Und einzelne Wörter und kleinste Textausschnitte haben keinen Urheberrechtsschutz, das wurde schon festgestellt, genauso wie die Vorschaubildchen von Google Bildersuche, auch die genießen keinen Urheberrechtsschutz, mit der Begründung recht lapidar im Juristen spreche ich sehr ausführlicher, wenn ihr was ins Netz stellt, dann müsst ihr auch damit rechnen, dass Sachen gefunden werden und die Vorschau ist notwendig für die Informationssuche.
Die zweite sehr schwammige Formulierung findet sich im Begriff der gewerblichen Anbieter von Suchmaschinen oder Diensten, die entsprechend Inhalte aufbereiten. Ursprünglich war der Hauptgegner natürlich Google News, aber wenn man sich die Formulierung durchliest, könnte durchaus auch Facebook beispielsweise die ähnliche Textauszüge anbieten oder Twitter oder auch andere kommerzielle Dienste davon betroffen sein. Die Frage ist natürlich auch im Internet immer wieder, was ist eigentlich ein kommerzieller Dienst? Ist es da schon ein Blogger, der AdWords einbindet, damit er seine 5 Euro Serverkosten im Monat damit gedeckt hat? Oder ist es erst ein Konzern, der wirklich Unsummen damit generiert? Die Anwälte freuen sich natürlich, eigentlich freuen sie sich nicht, sie haben Stellungnahmen abgegeben, dass sie das ganz blöd finden, weil sie total schwammig formuliert sind, aber das ist bewusst so von den Politikern und Politikerinnen ins Gesetz reinreklamiert worden. Sie wollten eben das Gesetz durchbringen, trotz aller juristischen Mängel, und für die Verleger hat das trotzdem noch den Vorteil, dass sie sozusagen einen leeren Ballon bekommen, den sie durch Gerichtsurteile mal auffüllen können. Was man auch natürlich nicht vergessen darf, ist, dass solche juristischen Streitereien durchaus Jahre und Hunderttausende Euro an Anwaltskosten mit sich bringen. Denn solche Grundsatzurteile kann man davon ausgehen, dass sie bis zum obersten Gerichtshof gehen müssen, um eine einheitliche Entscheidung herbeizuführen. Die Widerstände, die es dagegen gab, waren natürlich in der Netzgemeinde schon vorhanden. Klassischerweise wurde natürlich sofort eine Petition eingerichtet, aber die hat gerade mal 21.000 Unterstützer und Unterstützerinnen gefunden von den notwendigen 50.000, die auf der Deutschen Bundestagswebseite notwendig sind, damit sie behandelt wird. Es gab eine zweite Petition von Google. Die war erfolgreicher, die kam, glaube ich, auf 200.000 Unterstützer und Unterstützerinnen. Allerdings war auch die begleitet mit einer massiven Werbekampagne. Google hat das so verkauft als Angriff auf die Offenheit und Freiheit des Webs. Anders beispielsweise wie bei der Aktdemo, wo sehr viele Menschen auf die Straße gegangen sind, wo es Widerhall abseits der klassischen Filterbubble gefunden hat, war das hier nicht der Fall. Es liegt vielleicht am trockenen Begriff, es liegt vielleicht daran, dass sich nur Blogger untereinander vernetzt haben, und es liegt auch vielleicht daran, dass die Medien aus Gründen, dass wir sehr, sehr vorsichtig waren. Man darf sich das jetzt nicht vorstellen, dass es von oben herunter ein Schreibverbot gab und in diesen Medien, deren Verlegerhäuser das Leistungsschutzrecht gefordert haben, eine klassische Linie durchgezogen wurde. Aber es war schon so, dass das nicht an vorderster Front gespielt wurde und dass teilweise mit Begriffen sehr, sehr schwammig gearbeitet wurde. Stefan Niggemeier, ein Medienjournalist und Blogger, hat das in seiner eigenen Kategorie zusammengefasst mit Lügen für das Leistungsschutzrecht. Das Leistungsschutzrecht kann aber sehr interessant sein, wenn wir uns das als Blaupause dafür nehmen, welche juristischen Debatten in nächster Zeit auf uns zukommen. Nicht nur, dass das Leistungsschutzrecht auch in Österreich eingeführt wird, sondern dass es auch beispielsweise bei Netzneutralität um eine ähnlich gelagerte Dimension geht. Es ist der Angriff auf die Offenheit, auf die Freiheit des Webs von finanzstarken Konzernen, Lobbyorganisationen im Hintergrund, die natürlich dafür lobbyieren, dass ihre Gesetzesvorschläge durchkommen, und es ist eine Thematik, die man nicht sofort versteht. Wenn die Zeitungsverleger argumentieren, Google ist böse, die kopieren unsere Texte, dann findet das natürlich in der Öffentlichkeit Zuspruch.
Wenn jetzt Internetprovider hergehen und sagen, na, wer viel herunterlädt, soll noch mehr dafür zahlen, würde auch die Mehrheit der Bevölkerung sofort Ja sagen. Man kennt das in der Überwachungsthematik mit dem blöden Argument, wer nichts zu verbergen hat, hat auch nichts zu befürchten. Also ich glaube, dass es sehr wichtig ist, bei solchen Debatten, das möchte ich dann auch später in der Diskussion haben, das Ganze elternkompatibel zu machen und wegzugehen von einer gewissen Stolz, von einem gewissen Nerd-Pride und das herunterzubrechen, damit es die Menschen verstehen. Welche Taktik es genau hier anzuwenden ist, das traue ich mir nicht zu sagen, aber vielleicht hat dann jemand anderer eine gute Idee, vielleicht müsste man sagen, Facebook wird kaputt. Es ist nämlich deswegen interessant, weil bei ACTA genau das funktioniert hat. Da ist ausgebrochen auf der klassischen Filterbubble. Da haben plötzlich YouTuber, die 100.000 Follower haben und normalerweise Schminktipps geben, plötzlich darüber berichtet, die versuchen gerade das Internet kaputt zu machen. Und deswegen war auch dieser große Widerhall da. Wie ich schon mehrmals erwähnt habe und jetzt wirklich zum Schluss komme, ich hätte da noch Fragen. Und zwar, die lauten wie folgt, ich hätte gerne von euch beantwortet. Ist es, zeichnet sich ein Versagen der, in Anführungsstrichen, Netzgemeinde ab, wenn es hart auf hart kommt, sprich, wenn die Lobbyorganisationen starten, wenn die Politik sich davon Erfolg verspricht, beispielsweise, weil sie eine konzernfreundliche Gesetzgebung macht, haben wir dann nichts mehr mitzureden? Und wenn wir nichts mehr mitzureden haben, wie schaffen wir, dass wir wieder Einfluss gewinnen? Die nächste ist, beim Leistungsschutzrecht beispielsweise war es so, dass zum Schluss eigentlich nur noch Marktplayer gegen Marktplayer angetreten sind. Auf der einen Seite Google, auf der anderen Seite die großen Medienkonzerne und die vielen kleinen Stimmen dazwischen nicht mehr gehört wurden. Das geht vielleicht im Grunde auf die erste Frage zurück. Sollte man hier Kooperationen eingehen, um mehr gehört zu werden, auch auf die Gefahr hin vereinnahmt zu werden, auch auf die Gefahr hin, dass man sich in Widersprüche verstrickt, wenn man sagt, Google ist datenschutzrechtlich ganz böse, aber wir kämpfen gemeinsam gegen ein Leistungsschutzrecht. Und die dritte Frage, die weicht hier komplett ab, aber ich weiß, dass auch Journalisten und Journalistinnen unter dem Publikum sind vielleicht, die Frage des Medienwandels. Es gibt immer noch keine wirklich funktionierenden Bezahlmodelle, es wird hin und wieder mit Pay-Schranken und Ähnlichem gearbeitet, aber müssen wir uns nicht die Frage stellen, wie wir qualitativ hochwertigen Journalismus in Zukunft finanzieren. Das war auch bei Leistungsschutzrecht nicht die Frage. Die Journalistinnen also und Journalisten, die eigentlichen Urheber, kamen in keinem Wort vor, es wurde nur über die Verleger und Verlegerinnen geredet. Im Leistungsschutzrecht selber steht drinnen, die Urheber sind angemessen zu die Urheber und Urheberinnen sind angemessen zu vergüten, aber das ist nicht der einzige schwammige Begriff darin. Damit schließe ich. Ich habe einen Haufen Links gesammelt, die ich nicht verwendet habe. Die könnt ihr am Nachmittag hier aufrufen. Damit bedanke ich mich fürs Zuhören.